Genau, das ist der Zustand, der wichtig ist, Fredo. Es ist immer wieder, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, auf dieser unteren Ebene. Die wesentlichen Sachen sind ganz einfach. Der Beobachter, wo ich nur sage, das sind immer dieselben Sätze, wo dir klar werden müssen. Dass du zuerst einmal das alles auf den Punkt bringen kannst. Und wie gesagt, das mit Wörter auffächern, das ist ja, unterstreicht ja nur nochmal den arithmetischen Aspekt. Weil man wird sehr schnell wieder, vor allem wenn man unter Menschen ist, wieder runtergezogen. Das ist, in dir muss absolut verankert sein, sagst du mal, die Antwort auf die Frage, was ist mächtiger, ein Gedanke oder der Denker, der sich den Gedanken denkt. Und darüber muss man nicht diskutieren, selbstverständlich der Denker, der sich den Gedanken denkt, weil der Gedanke ist so, wie er gedacht wird. Also haben wir einen Denker und einen Gedanken und der Denker ist mächtiger wie der Gedanke. Aber jetzt hast du These und Antithese. Wer denkt sich die zwei aus? Und jetzt kommst du langsam in das Bewusstsein, wo du sagst, das bin ich. Und jetzt kann man wieder sagen, wer ist mächtiger? Der Denker, der sich einen Gedanken denkt, oder ein Geist, der sich einen Denker denkt? Ja. Der sich einen Gedanken denkt. Ja. Muss nicht dieser Denker das denken, was der Geist wiederum aktiviert? Ja. Und jetzt wirst du feststellen, dass der Denker eigentlich nur ein Programm ist. Ja. Und du mit deiner Energie, wo du dich hinfokussierst in dem Programm, das holst du hoch, wie wenn du jetzt in eine Datei reingehst, da ist das ganze Programm und du wirst dann gewisse Sachen auf dem Bildschirm holen oder Währungen oder je nachdem, was es ist. Und du bist da bloß die Energie und darum sage ich immer wieder die Ruhe, unabhängig was passiert mit deinem Redo. Ja. Okay. Und das Kommen und Gehen, du, immer wieder, das wird nicht eingemischt, du wirst, wenn du was nicht loslassen willst, wenn es dir genommen wird und du willst es nicht hergeben, wird es dir trotzdem genommen, früher oder später. Es wiederholt sich dann. Das wird dir momentan genommen, aber weil du es nicht loslassen wolltest, kriegst du das immer wieder. Das wiederholt sich. Das ist das wiederholende Schlafen. Ja. Das ist, darum ist immer wieder, wo ich sage, lass den Film laufen, du hast dich nicht einzumischen. Was mir darum geht, ist, dass du der Beobachter wirst. Ja.